Crossler TV Gespräch, heute mit Kurt Schumacher. Bei einigen Zuschauern werden sich sicherlich die Fußnägel aufrollen, dass Kurt hier neben mir sitzt. Wir haben uns hier getroffen, irgendwo in Deutschland. Kurt ist bekannt als Redner bei Pegida. Das wird natürlich einigen Leuten, die uns hier gucken, auch böse aufstoßen, aber ich habe Kurt kennengelernt auch als jemanden, der nicht festgelegt ist, der auch über den Tellerrand gucken kann und möchte eigentlich ganz gerne Kurt heute zu Wort kommen lassen. Kurt ist auch mit Rainer Kani befreundet, ihr kennt euch persönlich. Ja, schon lange her. Und ich habe persönlich ja auch Rainer Kani kennengelernt, kann mir nicht vorstellen, dass Rainer Kani mit einem Nazi befreundet ist. Nee. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Rainer Kani mit einem Nazi befreundet ist. Also das, und von daher ist das für mich relativ einfach gewesen, Kurt begrüßen zu dürfen. Ich danke dir, Michael. Wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, lange her. In Kurzform. Rainer war mal Reporter sur Frontier. Ich war mal Soldat. Dann gab es ein paar Rebellen. Die haben die Reporter eingesammelt. Und wir haben sie dann wieder ausgelöst, um es mal ganz kurz in Kurzform zu machen. Und dann haben wir zwei sehr nette Abende in einer Hotelbar verbracht, um uns dann von den Vorkommnissen zu erholen. Und ja, dann ging jeder seines Weges. Rainer hat dann weiter seinen Lebensweg beschritten, genauso wie ich. Und wir haben uns dann vor drei Jahren, sind wir uns im Internet wieder über den Weg gelaufen. Er fing an, dann seine Bücher massiv zu bewerben, zu veröffentlichen. Und ich denke, Moment, den kennst du ja. Und dann haben wir angefangen zu schreiben und dann, ach du bist's, Alter, so kam es dann. Ja, und seitdem stehen wir alle in regelmäßigem Kontakt. Und ja, mit Nazis hat Rainer nichts zu tun. Eben, das ist ja... Ich im Übrigen auch nicht. Das mag sich jetzt für den einen oder anderen merkwürdig anhören, ist aber so. Ja, ich bezeichne mich immer als weder rechts noch links. Querfront. Ja, auch nicht Querfront. Querfront ist ja auch wieder so eine Sache, die, sage mal, immer, wie sagt man, nicht so gut besetzt ist. Also Querfront ist ein Begriff aus dem Nationalsozialismus, da brauchen wir uns nichts aber vorzumachen. Wir können sagen, du spaltest. Also es gibt ja Leute, die dich anhimmeln, für die du Kult bist. Ja. Da braucht man ja nur deine Videos gucken und dann gibt es, also die Klickzahlen bei den Videos, die sind ja auch auf dem Facebook-Kanal, gehen ja auch in die Hunderttausende fast. Teilweise gehen sie in die Hunderttausende. Und dann, wenn man dich sieht auf Veranstaltungen, ich habe dich jetzt gesehen in Köln am 12. Januar, wo dann auch massiv gegen Kurt protestiert wird. Ja, das ist es ja. Also, wenn du auf einer Bühne stehst, und gleichzeitig von da gebrüllt wird, du Nazi, und von da gebrüllt wird, du dreckiger Kommunist, dann muss man irgendwas richtig gemacht haben. Dann hat man nämlich genau die Leute zur Seite gedrückt, die man nicht möchte. Ich möchte weder extreme Linke, ich möchte weder extreme Rechte. Ich sage es immer so schön und auch mal in die Kamera. Mein Freund Rainer Kani hatte einen sehr, sehr wahren Satz geprägt. Der Feind ist nicht links, der Feind ist nicht rechts. Unser Feind ist oben. Und das versuche ich den Leuten halt zu vermitteln. In Deutschland haben wir schon mal von Anfang an eben keine vom Bürger bestimmte, selbstbestimmte Demokratie. Wir haben keine vom Bürger gewählte Vertreter. Was wir in Deutschland haben, ich habe das kürzlich angedacht und auch gesagt, ist eine Parteiendiktatur, eine Konzerndiktatur, denn Parteien sind Konzerne. Das wissen die wenigsten, wie reich die deutschen Parteien sind. Sie sind die reichsten auf der ganzen Welt. Dass wir uns im Prinzip als Bevölkerung nicht spalten lassen sollten, sondern Extremen, egal in welche Richtung, keinerlei Vorschub leisten, Nahrung bieten und sie versuchen zurückzudrängen, wo immer sie können. Was nicht ausschließt, dass man sich mit den Leuten auch unterhalten sollte. Also ich unterhalte mich jetzt mit dir. Von dir weiß ich, dass du einer Partei angehörst, die also alles andere als Nazitum ist. Wobei dann die Nazis wieder sagen, deine Partei sind die neuen Nazis.
Ja, also die Rotfaschisten wird das ja jetzt genannt. Ich sage, es gibt Rotfaschisten, die heißen aber für mich Antifa. Werden aber allerdings dann auch von Leuten aus seiner Partei finanziert. Schmeckt auch vielen nicht. Richtig. Schmeckt auch dir nicht, wissen wir. Ne? Bist ja auch parteiintern bei dir nicht unbedingt so, sag ich mal, reibungsfrei unterwegs. Das macht dich mir wiederum sympathisch. Ne? Also wieder den Stachel löcken, auch mal innerbetriebliche Kritik üben zu können. Finde ich sehr wichtig. Und findet bei den etablierten Parteien in der Regel nicht mehr statt. Ich würde dich gerne fragen, du bist ja als böser Mann unterwegs, als Kurt Benemsi. Wenn man im Internet ein bisschen sucht, findet man dich auch als Volkstribun. Wie bist du dazu gekommen? Eigentlich bin ich dazu gekommen, nachdem unser Staat, von dem ich ja sage, dass wir keiner sind, das ist wieder ein anderes Thema, gemeint hat, er müsse mich an einer Stelle treffen, wo man mich besser nicht trifft. Und zwar, es geht ganz einfach um Folgendes. Wir haben so gewisse gesetzliche Regelungen in Bezug auf die Teilnahme am Kraftfahrzeugverkehr. Okay. Man soll nicht besoffen fahren, man soll nicht bekifft fahren und so die ganzen Sachen. Wenn man das tut, dann kriegt man den Lappen abgenommen. Bei uns ist es aber komischerweise so, dass wenn du vor 3 Tagen gekifft hast und völlig nüchtern am Steuer sitzt und du eine Urinprobe abgeben musst, kriegst du den Lappen abgenommen. Und zwar nicht wie ein Trinker für einen Monat und danach kannst du weiterfahren, sondern du kriegst ihn abgenommen, deine Fahrerlaubnis wird eingezogen und du darfst dann erstmal eine MPU machen. Okay. So. Der Witz ist, ist mit mir so verfahren, dann war mein Job weg. Nach dem Job ist dann ganz schnell die Wohnung weg. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, kann nicht sein. Also, Ungerechtigkeiten hasse ich einfach. Und ich finde, das ist eine Ungerechtigkeit. Entweder behandle ich den Säufer genau gleich wie den Kiffer, das heißt für beide Lappen weg und MPU, oder für beide 1 Monat Fahrverbot und dann weiter geht's. Aber diese Ungleichbehandlung, die hat mir nicht gefallen. So, dann war ich schon immer politisch aktiv, also zumindest vom Denken her und habe mich interessiert. Und dann habe ich angefangen, diesen Staat mal genauer zu hinterfragen. Also schlicht und ergreifend mal geguckt, wo gibt es denn noch so Ungerechtigkeiten, die uns als Gerechtigkeit verkauft werden. Und da bin ich also fündig geworden. Und wie ich immer sage, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja, und dann kam ich also auf unsere Politiker, die sich völlig ungehemmt bedienen. Also du bist sozusagen zum Wutbürger mutiert. Ja, so ungefähr könnte man das sagen. Ich glaube, mittlerweile sind viele Leute, die in verantwortlichen Positionen in unserem Land sitzen und mich schon mal gesehen haben, der festen Überzeugung, man hätte mich besser in Ruhe gelassen. Heute habe ich mal mit der, wie soll ich sagen, viel beschriebenen sozialen Sicherheit in unserem Land zu tun. Genauer gesagt mit unserem, ach so vorbildlichen sozialen Sicherungssystem. Was daran Sicherung sein soll, ist für mich komplett zweifelhaft. Schlicht und ergreifend, dann hätte man sich den Mann erspart. Dann würde ich heute noch auf meinem Bagger sitzen, würde meine Presse fahren und wäre ein fröhlicher Mann, würde meine Beiträge auf WDR 5 hören, während ich arbeite, würde ganz entspannt nach Hause gehen, hätte dann noch meine alte Wohnung, mein trautes Heim, Glück allein und so weiter. Das heißt, man hat dich erweckt. Ja, auch ziemlich rabiat, würde ich sagen, ja. Oder nein, sagen wir mal so, erweckt war ich schon vorher. Okay. Ich hatte nur noch keinen Grund, wie soll ich sagen, anzufangen zu schießen. Man weiß das ja selber. Du fängst erst an, dich zu wehren, wenn du in eine Ecke gedrückt wirst. Wenn man dir also dein Leben streitig macht, wenn man dir deine Existenz wegnehmen will, dann fängst du an, dagegen was zu machen. Solange man dich in Ruhe lässt und dich walten lässt in deinem kleinen Reich, wer hat denn dann heutzutage überhaupt, ich sag mal, Interesse daran aufzustehen? Die wenigsten, weil wir leben ja in einer saturierten Gesellschaft. Erst wenn es dir an den eigenen Sack geht, sage ich immer so schön, dann wachen die Leute auf. Das ist richtig. Du bist, wenn ich das richtig verfolgt habe, genau vor einem Jahr, am 28. Februar, in die Öffentlichkeit getreten. Ja, was jetzt? Naja, ich hatte schon 2011 mal ein paar Videos gemacht. Hatte ich aber noch als keinen Volkstribun Bart. Ohne Bart? Ja, als Volkstribun ohne Bart. Aber dann da war irgendwo. Gab es eine Pause? Ja? Was hast du da gemacht? Politische Schulung in Moskau bei Putin? Nein, um Gottes Willen. Oh, nein, nicht politische.
Nein, nein, mit Putin habe ich insofern nichts zu tun, außer dass ich jemanden sympathisch finde. Okay, gut. Und wie soll ich das sagen? Er ist halt auch ein Politiker, aber er scheint mir in gewisser Art und Weise noch eine Ehrlichkeit behalten zu haben, die ich bei unseren Politikern vermisse. Also dann, ich war im Prinzip nach 2011 habe ich halt gearbeitet, ganz normal. Dann kam die Sache mit dem Führerschein. Dann war 2012 die Wohnung weg. Okay. Und dann habe ich mich... Also du hast wirklich den Sturz mitgemacht. Ja, mit Erzwingungshaftandrohung. Ja, den viele Leute eigentlich vor sich hinschieben. Ja. So wissentlich sehen, dass es kommen wird, aber man glaubt es halt. Ja, man glaubt es nicht. Bis es einen selber trifft. Ja, und was mich wirklich besonders aufgeregt hat an der ganzen Sache ist, wir reden hier immer von sozialen Sicherungssystemen, die wir in Deutschland haben. Das ist kein soziales Sicherungssystem. Ganz einfach deshalb, nehmen wir mal den Fall an, ein Mann oder eine Frau, spielt keine Rolle, hat 40 Jahre hier in Deutschland gearbeitet, hat eingezahlt, Rentenkasse, Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung etc. Also das volle Programm. Und der wird jetzt arbeitslos. Dann ist er in der Regel Mitte 50, wenn er 40 Jahre schon gearbeitet hat. Hat sich ein Leben aufgebaut, hat eine Familie gegründet, ein Haus gebaut, was auch immer. Und dieser Mensch kann jetzt zusehen, wie ihm vom Staatswegen eine Existenz, die er sich in 40 Jahren aufgebaut hat, in 1,5 Jahren zerbombt wird. Das ist kein soziales Sicherungssystem, das ist eine dreckige Frechheit. Auf der anderen Seite im Gegenzug kann man sehen, dass hohlköpfige Schwachköpfe, die kein Gramm Grips in der Birne haben, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder ein böser Mann, sich auf politischen Posten rumdrücken, und das beste Beispiel ist Claudia Roth, die nichts gelernt hat, die unfähig ist, die noch nicht mal zur Selbstkontrolle beim Essen fähig ist, wie ihre Körperfülle beweist, ohne jetzt auf dich hinweisen zu wollen. Danke. Du bist da ja noch, du bist halt ein stabiler Mann, aber bist keine, ich hätte jetzt beinahe gesagt, fette Kuh. Ne? Aber der böse Mann darf ich, das. Ich würde es nehmen. So, also diese Leute sitzen da, unfähig, werden hofiert, schaufeln sich Millionenvermögen in die Tasche im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit mittels Zusatzjobs, Nebeneinkommen, Beraterverträgen, Vortragsreisen, also alles das, was mit ihrem politischen Mandat im Prinzip nichts zu tun hat. Und das in einer Zeit, die sie eigentlich verwenden sollten, zum Wohle des Volkes zu handeln. Und diese Leute, die keine Lebensleistung gebracht haben, die nicht 40 Jahre ihre Haut zum Markt getragen haben, die werden mit Pensionszahlungen auch noch honoriert. Da würde jeder Mensch, der 40 Jahre gearbeitet hat, von träumen. Und das ist auch so ein Ding, wo ich sage, da predigen die Freunde da oben Wasser für uns und saufen selber Wein. Und ein solches Verhalten ist für mich nicht tolerierbar. Und deswegen ist ein Grund mehr, damit ich meine Stimme erhebe. Was ich festgestellt habe, ist, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, die Stimme zu erheben. Das kommt wahrscheinlich daher, dass sie alle 4 Jahre bei den Wahlen abgeben. Ne? Ist ja auch schwierig, also einmal so in die Öffentlichkeit zu treten. Wenn die Öffentlichkeit tritt, wird bejubelt oder von Kritik totgeschlagen. Geht mir genauso. Also ficht mich nicht an. Das ist aber das Problem, dass die meisten Leute es dann doch anficht. Ja, dann war es nicht ihr Job. Eine Ego-Geschichte ja. Ja, ja, dann war dann ja auch wirklich runterzieht, wenn man dann Kritik bekommt und wenn die Leute dann sagen, wie doof bist du eigentlich oder mach was anderes oder geh kacken und was alles für manche Kommentare kriegt, da hat ja Rainer Kani, kann ja auch ein Lied von singen. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Immer wenn du Klarstellungen beziehst, wirst du immer Leute finden, die gegen dich schießen. Das allerdings ist ja auch, ich sage jetzt mal, das hat die Frau Merkel dann sehr gut gesagt. Manchmal hat sie auch ganz gute Ansätze, meistens eher weniger, aber gut, kommen wir später noch zu. Die hat gesagt, wenn man in die Politik geht oder in eben halt so Sachen macht, wie ich sie mache oder wie Ken sie macht oder Hörstel, gibt ja noch einige andere, dann wird man angefeindet werden. Und damit muss man leben. Ansonsten hat man in dem Job nichts verloren. Schlicht und ergreifend. Und da hat sie auch recht. Da muss ich ihr wirklich mal recht geben, der guten Frau, obwohl ich das sehr ungern tue. Aber da hat sie recht und dann muss man das auch aushalten. Dann muss man auch mit dieser Kritik umgehen können. Man kann sich nicht immer nur im Ruhm sonnen, weil sie alle sagen, bravo, super gemacht.
sondern muss auch ganz genauso dann auch auf die Kritiken eingehen. Ich gehe allerdings nur auf die gerechtfertigten Kritiken ein, also sachlich fundiert. Es gibt viele persönliche Angriffe, die unter der Gürtellinie liegen. Auf die reagiere ich gar nicht. Ich lasse sie trotzdem in der Kommentarspalte stehen, damit die Leute sich dann daran ergötzen können. Ich befürchte, oder ein Freund von mir hat mir das mal gesagt, man hatte mich ab und zu mal gesperrt auf Facebook, aber nur kurz. Werden ja alle gesperrt. Ja, Stürzenberger haben sie den Account weggehauen, Mannheimer haben sie den Account weggehauen. Ich finde das nicht gut, obwohl ich auch nicht mit allen Positionen eines Michael Mannheimer und Michael Stürzenberger übereinstimme. Muss man ja auch nicht. Aber ich halte mich da an Voltaire. Voltaire hat gesagt, ich finde deine Meinung zwar zum Kotzen, aber ich werde nach wie vor mein Leben dafür einsetzen, dass du die Möglichkeit hast, sie zu äußern. Und wenn wir das alle mal überlegen, was uns Voltaire damit sagen wollte, dann hat er damit nichts anderes gesagt, als, dass man, egal welche politischen Ansichten da sind, man miteinander reden muss. Was heute von vielen nicht mehr so gesehen wird, wo man ja, Dissidentenstimmen verbieten möchte, wo man neue Strömungen verbieten möchte, wo man wertkonservative Strömungen in Anführungszeichen gerne ausblenden würde. AfD zum Beispiel. Und du ja auch eine ganz kritische Position eigentlich hast zur AfD. Ich bin da zwiegespalten. Zum einen finde ich es ja gut, dass es eine Partei gibt, die, ich sag jetzt mal, die unzufriedenen Wertkonservativen, hast du das eben genannt, einsammelt. Gut. Somit ist es das erste Mal, glaube ich, in der deutschen bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte möglich, bei den nächsten Wahlen eine Zahl zu erhalten, von der man in etwa ausgehen kann, dass sie den Prozentsatz der Bevölkerung widerspiegelt, die unzufrieden mit der aktuellen Situation sind. Ich erachte die AfD als keine Alternative für Deutschland. Da muss ich mir nur die Gründungsväter angucken. Ich hatte heute wieder das Vergnügen, Europaparlament-Debatte zu sehen. Ich ziehe mir ja sowas rein. Echt? Und ja, natürlich. Ich gucke Bundestagsdebatten, ich gucke Europaparlament. Hätte man dir jetzt nicht zugehört? Naja, ich muss ja irgendwo meine Informationen herbekommen. Okay. Und die bekomme ich am besten von denen, die sie mir nicht geben wollen. Das heißt also, ich muss Bundestagsdebatten gucken. Ja, alleine um zu sehen, wes Geisteskind sind die Protagonisten, die uns regieren. Das heißt, du investierst richtig Zeit. Ja, natürlich. Ich muss. Was ich mache, das ist ein Fulltime-Job, der nicht bezahlt wird. Also wenn ich irgendwo angestellt arbeiten würde mit den Stunden, die ich schruppe, dann müsste ich 5.000 Euro im Monat verdienen. Und das wäre noch wenig. Also wenn ich mir so manche Gehälter von Bild-Zeitungsredakteuren angucke, müsste ich noch viel mehr verdienen. Will ich aber gar nicht. Darum geht es auch nicht. Ich kritisiere an vielen Journalisten, dass sie ihre Arbeit machen aus finanziellen Gründen. Also, dass es ihnen nicht um ihren Beruf als Journalist geht, die Leute aufzuklären, Wahrheiten herauszufinden. Der berühmte investigative Journalismus eines Walter Cronkite zum Beispiel ist tot. Den gibt es ja auch nicht mehr. Der ist überhaupt tot. Nicht mehr. Investigativer Journalismus hat es schon vor 30 Jahren im Prinzip nicht gegeben. Es gibt ein paar Leuchttürme so im öffentlichen Rechtlichen, um sich zu rechtfertigen, dass man halt Gebühren nimmt. Aber ansonsten ist da eigentlich nicht wirklich was vorhanden an investigativen, oder war auch noch nie was vorhanden an investigativen Journalismus. Watergate wird es in Deutschland nicht geben. Alleine aufgrund der Tatsache, dass es eventuell Abhörskandale geben könnte, wie bei Watergate und Nixon. Nur, dass die Journalisten fehlen, sie aufzuklären. Es ist ganz klar, dass die gesamte Mainstream-Presse regierungskonform, beziehungsweise ich stelle ja nicht die Regierungsfrage im Endeffekt, ich stelle gleich die Systemfrage. Ich halte also das ganze System, in dem wir leben, für absolut korrupt, durchtrieben, schädlich für den Menschen. Das ist eine Sache, die man überall auf der Welt sehen kann. Ich bin ja auch viel rumgekommen. Ja. Die findet man genauso, die ganze Unzufriedenheit in Südamerika. Da geht es auch in Chile zum Beispiel um eine neue Verfassung, genau wie die Geschichte hier in Deutschland. Ja. Da gibt es ja auch Gruppen und Bewegungen, fällt mir jetzt Ralf Böß ein, mit neuen Verfassungen und dass man das ändern muss und so weiter. Absolut. Und so fort. Den meisten Leuten ist das überhaupt nicht klar. Wir hatten auf deutschem Boden noch nie eine Verfassung vom Volk, für das Volk, durch das Volk. 1848? 1848 die Revolution. Was war damit? Wurde blutig niedergeschlagen. Und es gab eine preußische Staatsverfassung von oben. 1871, das Deutsche Kaiserreich,
eine Verfassung des Volkes, fürs Volk, durchs Volk? Nein, die Verfassung kam von oben. 1919. Der nächste Anlauf, einen deutschen Staat zu gründen, der keiner war. Die Verfassung kam von den Siegern des Ersten Weltkrieges. 1945, die nächste Chance. Die Verfassung ist gar keine, sondern ein Grundgesetz auf der einen Seite bei uns, auf der anderen Seite eine Verfassung unter sowjetischer Aufsicht. Die allerdings, man höre und staune. Sowjetische Aufsicht? Ja, ja. Die DDR bekam ihre DDR-Verfassung unter sowjetischer Aufsicht. Wohlgleich sie das etwas Geschickte angefangen haben. Man könnte wirklich sagen, dass zwar unter dieser sowjetischen Oberaufsicht eine DDR-Verfassung installiert wurde, die aber tatsächlich in der ehemaligen Deutschen Republik von einem Konvent entschieden wurde. Diese Verfassung wurde der Bevölkerung der noch nicht existenten Deutschen Demokratischen Republik vorgelegt zur Abstimmung. Dann kamen von Privatpersonen aus Betrieben, wir reden jetzt auch von der SPZ, vor der Konstitution der DDR, kamen verschiedene Vorschläge, Verbesserungs-, Veränderungswünsche etc., die wurden ernst genommen, eingearbeitet und nach diesem ganzen... Ganz im Gegensatz zum Grundgesetz. Richtig, das Grundgesetz wurde ja aufoktroyiert. Man erinnert sich an Carlo Schmitt, wir sind hier nicht angetreten, einen Staat zu gründen, bestenfalls ein Staatsfragment. Und das ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Also, die Bundesrepublik Deutschland ist rein völkerrechtlich gesehen kein souveräner Staat, sagte ja auch unser Freund Schäuble. Der war ja der Erste, der es im Prinzip an die große Glocke gehalten hat. Ich glaube, der Herr Schäuble bereut keinen Satz, den er je gesagt hat, so sehr wie diesen. Als er sagte, und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Was ist ein Staat, der nicht vollständig souverän ist für einen Staat? Das war dann meine nächste Frage. Kann das ein Staat sein? Nein. Und dann sind wir bei Carlo Schmitt, der gesagt hat, wir sind nicht angetreten, einen Staat zu gründen. Das Grundgesetz für dieses Staatsfragment muss gerade aus diesem seinem inneren Wesen heraus seine zeitliche Begrenzung in sich selber tragen. Die künftige Vollverfassung Deutschlands darf nicht durch Abänderung des Grundgesetzes entstehen müssen. Wann soll es außer Kraft treten? Ich glaube, dass über diesen Tag kein Zweifel bestehen kann, an dem Tage, an dem ein von dem deutschen Volk in freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in Kraft tritt. Das heißt, du möchtest eine neue Verfassung für dieses Land. Du möchtest Veränderungen in der Politik, inwiefern des Bundestags abgeschafft wird. Nein. Dass das mehr nach so einem Schweizer Modell gefahren wird. Dass das Schweizer Modell noch überholt wird. Okay. Das Schweizer Modell insofern überholt, also noch überholt wird, im Sinne von jeder Abgeordnete der Bundesversammlung oder Bundestag, wie wir es nennen wollen, wird direkt und frei in geheimer Wahl von der Bevölkerung gewählt. Ja. Jeder. Parteien sind zur Wahl nicht zugelassen. Sie können zwar existieren, aber sich selber zur Wahl stellen können sie nicht mehr. Das heißt damit, keine Listen. Richtig, damit haben wir die Listenklüngelei umgangen. Okay. Heute wissen wir ja, die Hälfte der Abgeordneten wird im Hinterzimmer von den Parteien bestimmt, niemals selber gewählt. Claudia Roth, das beste Beispiel. Ja, jetzt sehen wir, Bundestagsvizepräsidentin, 12.000 Euro im Monat. Ein Schandfleck für dieses Land, aber ja, damit müssen wir auch leben in der Demokratie. Dass also solche unfähigen Gestalten dann nach oben gespült werden, das kann aber nur über Parteien funktionieren. Bei freier, geheimer Wahl, wenn ich mich als Abgeordneter der Bevölkerung in meinem Wahlkreis persönlich stellen muss, wären solche Schranzen nie möglich. Niemals. Mhm. Ja, also diese klassische, in Amerika sagt man Greengrass Movement. Also dieses von Haustür zu Haustür laufen, klopfen und sagen, ich möchte bei Ihnen kandidieren. Das wäre für mich das Modell, sodass die Bevölkerung jeden, der kann... Noch die Parteien. Ja, aber die Parteien... Die Siege ist bei den Bundestagswahlen unterwegs gewesen. Ja. Ich meine, er hätte gerne bei mir klingeln können. Er wäre wahrscheinlich dann wieder rückwärts. Ja, vermutlich auch. Das ist ja das Problem, dass im Prinzip, ich sage mal, über die... Wie soll man das sagen? Die Identifikation mit der Möglichkeit der politischen
Einflussnahme findet hier nur über Parteien statt. Das heißt, ich identifiziere mich mit der SPD, das ist meine Partei. Der fette Sigmar sitzt als Wirtschaftsminister und hätte das Ruder in der Hand. Und ich kann dann im Prinzip gefühlsmäßig für mich reklamieren. Es wird etwas für mich getan. Meine Leute tun etwas, was ich dann reflexiv auf mich beziehe. Bei einer direkten parlamentarischen Demokratie ist ja jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet, wie es ja heute eigentlich auch sein sollte. Es ist aber heute nicht so. Heute ist man der Parteiräson unterworfen und nicht seinem Gewissen. Was man immer wieder daran sieht, komischerweise, werden Leute, die nicht parteikonform bei Abstimmungen sich verhalten, als Abweichler. Also das sind dann Abweichler von ihrem eigenen Gewissen, dem also die Abgeordneten ja zuvorderst verpflichtet sind, oder wie soll ich das verstehen? Nein, das sind Abweichler von der Parteilinie. Und das bedeutet wieder, gewissenlos zu sein. Richtig. Und mit gewissenlosen Politikern haben wir in Deutschland denkbar schlechte Erfahrungen gemacht. Ne, brauchen wir uns nicht weiter darüber unterhalten, wen wir damit meinen, ganz explizit herausgenommen. Obwohl ich manchmal denke, wenn ich mir so geschichtliche Sachen angucke, der war zwar schon gewissenlos, der Herr Hitler, aber er hat zumindest, wenn man sich jetzt mal das wieder erschienene Buch Mein Kampf durchliest, hat er schon 1923 geschrieben, was er hinterher vorhat. Insofern war der ehrlicher noch als die ganze Bande, die wir da heute als Regierung haben. Er hat den Leuten klar gesagt, was er vorhat. Man muss es lesen, das Buch. Naja, die Bande von heute kriegt ihre Anweisung aus den USA. Ja. Oder Brzezinski lesen. Ja. Aus den 80ern. Das ist auch so eine Sache. Also den Eindruck hat man zumindest, dass die ihre Anweisung aus den USA kriegen. Die bekommen sie. Eindeutig und in direkter Linie. Das ist eine Filiale der USA. In den Vereinigten Staaten, in Washington, redet man von der Bundesrepublik Deutschland, vom 51. Bundesstaat. Hallo? Das ist die offizielle Sprachregelung in Washington. Das ist der 51st State. So, die meisten denken ja, die USA hätte 52 Bundesstaaten. Stimmt nicht. Man zähle die Sterne nach, es sind nur 50. Dann kommen die angeschlossenen Gebiete Hawaii und Puerto Rico dazu. Aber dass nicht Puerto Rico als 51. Bundesstaat kolportiert wird und auch nicht Hawaii, sondern die Bundesrepublik Deutschland in Washington the 51st State genannt wird, das ist doch bewunderlich. Und das heißt für mich, die Befehle einer Kanzlerin, Angela Merkel, kommen direkt von überm großen Teich. Das heißt mit einer Kanzlerin Wagenknecht wäre es genauso. Schon mal was von der Kanzlerakte gehört? Da sagt ja Frau Merkel, die gibt es nicht. Nein, aber der Herr Bahr stand daneben. Der Herr Bahr. Egon Bahr, auch vor kurzem leider verstorben, ein großer Politiker. Stand ja daneben, der hat uns das ja berichtet. Er war ja anwesend, als Willy Brandt damals diese Kanzlerakte nicht unterschreiben wollte. Und er wurde auch den, sagen wir mal, freundlichen Überredungsversuchen aus Washington gewahr, die dann doch dazu geführt haben, dass Herr Brandt die Akte unterschrieb. Herbst 1969, Bundeskanzler Willy Brandt wird ein Schreiben vorgelegt. Erst weigert er sich, es zu unterzeichnen, dann tut er es doch. Von Egon Bahr. Quelle: Wochenzeitung Die Zeit, 14. Mai 2009, Nummer 21. Brandt war wichtiger, zu berichten, was ihm heute passiert war. Ein hoher Beamter hatte ihm drei Briefe zur Unterschrift vorgelegt. Jeweils an die Botschafter der drei Mächte der Vereinigten Staaten, Frankreichs und Großbritanniens in ihrer Eigenschaft als hohe Kommissare gerichtet. Damit sollte er zustimmend bestätigen, was die Militärgouverneure in ihrem Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 an verbindlichen Vorbehalten gemacht hatten. Als Inhaber der unkündbaren Siegerrechte für Deutschland als Ganzes und Berlin hatten sie diejenigen Artikel des Grundgesetzes suspendiert, also außer Kraft gesetzt, die sie als Einschränkung ihrer Verfügungshoheit verstanden. Das galt sogar für den Artikel 146, der nach der deutschen Einheit eine Verfassung anstelle des Grundgesetzes vorsah. Artikel 23 zählte die Länder auf, in denen das Grundgesetz zunächst gelten sollte,
bis es in anderen Teilen Deutschlands nach deren Beitritt in Kraft zu setzen sei. Diese Vorwegnahme der Realität im Jahre 1990 konnten die drei 1949 weder genehmigen noch ahnen. Gravierend für diese ganze Zeitspanne war, dass sie Groß-Berlin aus dem Artikel 23 amputierten, was dem ehemaligen regierenden Bürgermeister natürlich vertraut war. Brandt war empört, dass man von ihm verlangte, einen solchen Unterwerfungsbrief zu unterschreiben. Schließlich sei er zum Bundeskanzler gewählt und seinem Amtseid verpflichtet. Die Botschafter könnten ihn wohl kaum absetzen. Da musste er sich belehren lassen, dass Konrad Adenauer diese Briefe unterschrieben hatte und danach Ludwig Erhard und danach Kurt Georg Kiesinger. Dass aus den Militärgouverneuren inzwischen hohe Kommissare geworden waren und nach dem sogenannten Deutschlandvertrag nebst Beitritt zur NATO 1955 die deutsche Souveränität verkündet worden war, änderte daran nichts. Er schloss, also habe ich auch unterschrieben und hat nie wieder davon gesprochen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das mitbekommen hat. Der Herr Kissinger, Friedensnobelpreisträger, auch einer, der übrigens hat Kambodscha bombardieren lassen und danach Chile den Putsch gemacht. Chile den Putsch gemacht hat. Also ein ganz friedlicher Mann, der Kissinger. Der, von dem wurde ein Telefongespräch abgehört. Und da ging es darum, Willy Brandt hatte damals eine Kehlkopfoperation. Und man hoffte in Washington, das wäre Krebs. Und dann stellte sich heraus, dass das Geschwür halt kein Krebs war, sondern gutartig. Und dann meinte der Herr Kissinger doch glatt, das ist aber sehr schade. Now we have to deal with this bastard further on. Und dann hat man Guillaume installiert. Um ihn wegzubekommen. Natürlich. Günther Guillaume war doch... das ist die größte Lachnummer der Geschichte. Und Egon Bahr hat ihm ja geraten, nicht zurückzutreten. Egon Bahr hat ihm ganz knallhart geraten, er soll nicht zurücktreten. Und er ist zurückgetreten. Und jetzt können wir eins und eins zusammenzählen, warum er zurückgetreten ist. Brandt ist nicht zurückgetreten, Brandt wurde zurückgetreten. Ja, ganz klarer Fall. Und dann installierten sie Schmidt, der ja bekanntermaßen Transatlantiker war. Aber Willy Brandt müsste eigentlich auch Transatlantiker gewesen sein. Bürgermeister von Berlin ist man zu der Zeit wahrscheinlich auch nicht so... Es ist nicht vom Himmel gefallen. Brandt hatte die Reputation aus seiner Zeit im Kriege. Also eigentlich war er Herbert Frahm, wissen wir ja alle. Willy Brandt nannte er sich nur später. Eigentlich ein Künstlername, der erste Bundeskanzler mit Künstlernamen. So, und er war also nachweislich im Widerstand, er war nach Norwegen ausgewandert etc. Und ich denke, das hat ihn dafür prädestiniert. Also ich denke, dass er aufgrund dieser Vergangenheit ausgewählt wurde, um in dieses politische Amt zu kommen. Hat Ernst Reuter abgelöst. Das ist richtig. Ernst Reuter, eine Ikone der deutschen Demokratie, ja, wirklich einer mit Carlo Schmitt zusammen, diese Gründerväter der Bundesrepublik, die also die leidvolle Erfahrung des Zweiten Weltkrieges noch in frischester Erinnerung hatten. Das, was heute eigentlich der Politikerkaste fehlt. Richtig, und das ist auch eine meiner größten Befürchtungen. Wir hatten nur deshalb eine so lange friedliche Nachkriegszeit, weil das Gros der verantwortlich handelnden Politiker den Krieg erlebt hatten und der Überzeugung waren, nie wieder Krieg. Heute kann sich ein Schokoprinz, der sich selber in der Ukraine an die Macht geputscht hat und mit massiven Geldern eine Wahlfälschung betrieben hat, die unglaublich ist, dieser Mann darf sich heute schon wieder hinstellen, hier bei uns in Berlin und was von totalem Krieg faseln. In dem Falle hätte ich den Mann sofort des Landes verwiesen, ihm den diplomatischen Status aberkannt und ihn zur persona non grata erklärt. Also unter der Voraussetzung, ich hätte hier was zu sagen. Ja, das ist unfassbar. Da stellt sich ein dreckiger Emporkömmling, ein Oligarch vom Allerfeinsten hin, mimt einen demokratisch gewählten Präsidenten und unsere Klaköre, aller zuvorderst Angela Merkel, schütteln dem Typen auch noch die Hand, ohne sie sich danach direkt zu waschen. Dem Mann würde ich auf 3 Meter nicht nachher kommen wollen. Und das ist das ist für mich alles Gesindel, was da rumläuft. Also doch Putin-Freund. Ja, also wenn du mich jetzt so direkt fragst, dann muss ich sagen, das wäre ein Mann, mit dem würde ich mich gerne mal treffen. Okay. Der spricht meine Sprache, was ich sehr schätze. Ja, weil er war ja auch lange in Deutschland. Aus bekannten Gründen, Geheimdienst gewesen, etc.
Aber ich halte diesen Mann für sehr integer. In Bezug auf seine Ehrlichkeit gegenüber seinen Absichten. Ich fand diesen Satz so schön, als Wladimir Putin im Auto saß und von einem deutschen Journalisten gefragt wurde. Und er sagte ja und kolportierte, er müsste sich ja dem Westen annähern und das würde man von ihm erwarten. Und er sagte nur diesen Satz: Ich muss nur so sein, wie mein Volk es von mir erwartet. Und wenn sich an diesem Satz mal unsere Schranzen in Berlin auch nur eine Sekunde ein Beispiel nehmen würden, dann wäre in der nächsten Sekunde die zwangsläufige Folge der sofortige Rücktritt der gesamten Bundesregierung, sofortige Neuwahlen. Das wäre für mich dann die zwingend notwendige Folge. Kurt, lass uns mal zurückkommen auf aktuelle Zeiten, Flüchtlingskrise. Letztes Jahr sind 1,2 Millionen Flüchtlinge ins Land gekommen. Zurzeit haben wir vermutlich 1,3 Millionen oder mehr im Land. Deine Position? Ambivalent. Also, Grundrecht auf Asyl, Artikel 16a, halte ich für wichtig und richtig. Wir haben aufgrund unserer besonderen Geschichte als Deutsche, und da meine ich nicht nur die 12 Jahre Nationalsozialismus damit, sondern wir haben ja eine fast 2000-jährige Geschichte. Aufgrund dieser Geschichte hatten wir schon immer mit Migrationsbewegungen zu tun. Stämme bewegten sich innerhalb des deutschen Sprachgebietes etc. Also Migration ist jetzt keine Erfindung der Neuzeit. Die Völkerwanderung hatte sich über einen Zeitraum von 600 Jahren erstreckt. Also ist Migration nichts Neues und auch in einem gewissen Rahmen ja sehr förderlich. Migration verhindert zum Beispiel Inzucht, das wissen wir seit dem Mittelalter. Also es dient ja zum Teil der Volksgesundheit. Problematisch wird es dann, wenn ein, ich sage mal, großer Anteil kulturfremder Menschen einwandert. Das wäre genauso, also um es mal so zu sagen, ich war auch in Asien unterwegs und ich hatte doch gewisse, sagen wir mal, Anlaufschwierigkeiten, diese Kultur zu verstehen, wie man sie verstehen sollte und mich auch teilweise dann den Gepflogenheiten zu unterwerfen und anzupassen. Also du machst nicht den Schnitt zwischen Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen? Oder so? Ja, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Kriegsflüchtling, um das zu definieren, benutze ich zunächst mal die Genfer Konvention. Die Genfer Konvention für Kriegsflüchtlinge, die verbindlich von allen Staaten unterzeichnet wurde. Da steht denn, dass du Flüchtling bist, wenn du die nächste sichere Grenze überschreitest. Dann bist du Flüchtling. Bist aus dem unmittelbaren Kriegsgeschehen geflohen. Zu Deutsch, in Syrien Beispiel, du bist in der Türkei, da bist du Flüchtling. Und da bleibst du Flüchtling. Da ist auch dein Flüchtlingsstatus gerechtfertigt. Jetzt sagt aber dieselbe Flüchtlingskonvention, dass wenn du dich von dort weiter bewegst, also dritte Länder durchquerst, dann verlierst du deinen Flüchtlingsstatus. Das heißt, dann bist du Migrant. In der Situation bist du kein Flüchtling. Nein, dann bist du Migrant. Also das, was auch hier gesagt wird, eigentlich grundsätzlich in den Medien. Ja, wir haben kein Flüchtlingsproblem. Wir haben ein Migrationsproblem. Dass es sich nicht um Flüchtlinge handeln kann, da brauchen wir doch nur mal ins Grundgesetz zu schauen. Ich frage mich immer, sind die alle so blöde? Haben die irgendwie Atta mit dem Löffel gefressen? Einfach mal Grundgesetz aufschlagen. Da guckt man rein und es steht Artikel 16, politisch Verfolgte genießen Asyl. 16a wird ausgefehlt, wer ist politisch Verfolgter und wer darf hierher kommen oder auch nicht. Und da steht dann drin, dass dieses Asylrecht nicht für Menschen gilt, die aus sicheren Drittstaaten kommen. Zu denen jetzt auch Tunesien, Marokko und Algerien heute im Übrigen erklärt wurden. Algerien, Marokko sind jetzt sichere Drittstaaten. Das heißt also, für das Klientel, was sich da jetzt auf den Weg macht, gibt es hier kein Asyl. Faktisch, nach Grundgesetz. So, also frage ich mich auf der anderen Seite, wofür haben wir das Grundgesetz? Was ja gar keine Verfassung ist. Wenn sich nicht danach gerichtet wird. Ist ja eh außer Kraft gesetzt, das Grundgesetz. Ja, von Frau Merkel mal ganz kurz. Ja, nicht nur von Frau Merkel, auch vorher schon von Herrn Schröder. Ja, Hartz IV, Gesetzgebung, richtig. Und so weiter und so fort. Ist da einer auf die Straße gegangen?
Nicht wirklich. Nee, ein paar ja, Demonstrationen gab es, also hier Hartz IV muss weg und so. Am Ende hat man sich gefügt, hat den Lutscher in den Mund genommen und nuckelt jetzt lustig drauf rum. Ja, also zu Deutsch wieder in die Saturiertheit getrieben worden. Also ich muss feststellen, so Anfang der 2000er Jahre hier in Deutschland, ich habe nicht, bin erst 2011 zurück nach Deutschland gekommen, ich habe im Ausland gelebt, hat es ja schon so Depressionen gegeben. Also wenn man hier als Gast gewesen ist, hat man schon die Deutschen mit grauen Gesichtern, nicht mit braunen Gesichtern, sondern mit grauen, fahlen Gesichtern unfreundlich durch die Gegend laufen sehen. Was man heute zwar auch noch sieht und findet, aber in nicht eigentlich in so einer depressiven Form, finde ich jetzt. Ja, hat sich ein bisschen geändert. Mit diesen Hartz-IV-Gesetzen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Woran das liegt? Man hat sich erholt. Der Mensch verdrängt. Der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Sagt doch Grönemeyer schon. Ja? Also, man hat ja auch oft genug, sage ich jetzt mal, die Popoklopfe vom Papa vergessen, die man mal als Kind bekommen hat, wenn man es bekommen hat. Man macht dann halt wieder dieselben Fehler. Also das ist so eine Angewohnheit. Ja, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Und das ist ja auch meine Aufgabe, die mal so zu rütteln, dass sie nicht wieder in ihre Gewohnheiten zurückfallen können. Schlicht und ergreifend, weil wenn die Lampe einmal brennt da oben, dann kriegst du die nicht mehr aus. Wenn du einmal wach bist und dieses ganze System in seiner Verlogenheit, in seiner Verbrecherischkeit, in all den unmenschlichen Facetten betrachtet hast und siehst in seiner Gesamtheit, dann bist du nicht mehr manipulierbar für das System, weil du die Wahrheit erkannt hast. Und die Wahrheit ist nun mal unsere größte Waffe, die wir haben. Sie lügen und wir setzen dagegen die Wahrheit. Und was hat sich immer am Ende durchgesetzt? Die Wahrheit. Ja. Weiß ich nicht. Wessen Wahrheit das jetzt im Einzelnen ist, das ist natürlich. Das ist dahingestellt. Aber die Wahrheit hat sich immer durchgesetzt. Wessen Wahrheit? Das steht auf dem anderen Blatt. Das ist sicherlich. Ich möchte nochmal auf die Flüchtlinge zurückkommen, ja. Auf das Thema Immigration. Brauchen wir Immigration deiner Meinung nach hier in Deutschland? Facharbeitermangel und so weiter und so fort? Oder hältst du das nur für ein Pseudo-Argument, um Leute hier ins Land zu holen? Wie siehst du das? Also mit der Facharbeiternummer. Okay. Wir haben in Deutschland Millionen Arbeitslose. 2,5 Millionen. Und ich denke, dass unter diesen 2,5 Millionen genügend Facharbeiter sind. Zahl. Genügend. In allen Berufen. 7 Millionen, wenn man sich die inoffiziellen Zahlen. Wenn man Hartz IV dazu rechnet, etc. Wenn man das genau sieht, so mit Minijobs und was dazu kommt, würde ich von 10 Millionen reden. Das Potenzial ist in Deutschland vorhanden, um jeden Arbeitsplatz, der hier entsteht, selbst zu besetzen. Aus diesem Grund brauchen wir keine Einwanderung. Für Hochspezialisten, IT-Leute. Ist das eh kein Problem. Auch nie ein Problem. Genau. Diese Leute haben schon immer weltweit Arbeit gefunden. Ingenieure und so weiter. Die konnten ja auch ganz regulär einwandern. Richtig. Die brauchten nur in Deutschland bei einer Firma einen Job. Dann haben sie ihre Einwanderungsregularien vollzogen und sind ganz legal nach Deutschland eingewandert, haben hier gearbeitet. Oder auch Familien. Beziehungsweise zum Teil auch gar nicht eingewandert. Das ist ja auch eine Diskussion, die viele Ingenieure aus Indien oder aus den USA sind halt hier auch noch für zeitweise. Ja, ja, genau. Also zwei, drei, vier, fünf Jahre, maximal 10 und dann sind sie wieder weg. Und bei befristeten Projekten mitarbeiten etc. Ja, genau. Also diese Form der Einwanderung, im Prinzip, wir brauchen Facharbeiter. Jetzt mal ernsthaft. Dir nicht. Nein, also ich bin nun auch viel unterwegs gewesen und auch in Afrika und auch im vorderen Orient und so weiter. Und da habe ich mir natürlich auch angeguckt, wie arbeiten diese Leute da. Und dann sage ich, diese Facharbeiter, die da Facharbeiter sind, die sind hier noch nicht mal fähig, Bauhilfsarbeiten auszuführen. Das ist einfach so. Auf Jamaika wurde ein Haus gebaut, klassisches Beispiel. Die sind sehr relaxed da unten. Die Arbeitsmoral ist auch nicht unbedingt das, was man eine europäische Arbeitsmoral nennt. Und dann spielen sich Szenen ab, wie 20 Mann sind da, um das Haus zu bauen. Einer steht da und verputzt die Wand, 5 gucken zu. Einer ist da und schnitzt einen Balken fürs Dach, 3 gucken zu. Und die restlichen 5 stehen da und diskutieren untereinander, was man als nächstes tun sollte. Haben wir aber hier auch. Hier werden ja die Straßen renoviert, wo wir gerade sind, das Aufzeichnen. Und ein bisschen weiter ist ja auch so eine Situation. Da waren am Arbeiten und irgendwie 5 Leute, die zugeguckt haben. Ja,
Ja, das ist also. Und man musste 5 Kilometer Umweg fahren, um dahin zu kommen. So, ja, also Widersinnigkeiten und Widersinnigkeiten. Das heißt also, die Leute, die aus diesen Ländern zu uns kommen, haben in der Regel nicht denselben Bildungsstand wie bei uns. Wurde jetzt ja auch zugegeben. Die über die Hälfte sind Analphabeten, die da angerudert kommen. So. Also ist diese Sache der Migration aus Gründen des Arbeitsmarkts, wir brauchen Facharbeiter, eine komplette Lüge. Eine komplette zu 100%ige Lüge. Um nämlich eine Migration, die von wem auch immer gewollt ist, zu rechtfertigen. Und zwar vor der Bevölkerung zu rechtfertigen. Ich stelle immer so eine ganz provokante These auf. Also Deutschland, Bundesrepublik sind ungefähr 82 Millionen. Wer sagt denn eigentlich, dass es 82 Millionen Deutsche geben muss? Ne? Wenn wir in 10 Jahren nur noch 70 Millionen Deutsche sind. Ja, von den 82 Millionen Deutschen sind 5 Millionen eingebürgerte Ausländer. Ja, aber gegen die Leute habe ich auch nichts. 7 Millionen Ausländer, die hier im Land leben. Also noch aus dem Status so, Ausländer. Weißt du, das Problem ist grundsätzlich, kommt ein Mensch in ein anderes Land, egal ob der nach Deutschland kommt oder ich gehe nach sonst wo, dann sollte es das Bestreben dieses Menschen sein, die Gesellschaft, in die er einwandert, zu begreifen und zu verinnerlichen, um dann entsprechend den Regularien und Gesetzen in dieser Gesellschaft zu leben und ein wertvolles Mitglied der menschlichen Gemeinschaft in dem neuen Land zu sein. Wenn man diesen Ansatz hat als Einwanderer, dann gibt es keine Probleme. Ich habe schwarzafrikanische Freunde, die leben hier seit 30 Jahren. Die sprechen besser Deutsch als mancher geborene Deutsche. Die haben einen deutschen Pass. Ne, und dann sind sie schwarz im Gesicht. Interessiert mich doch überhaupt nicht. Der deutsche Geist ist es, hat schon mal jemand ganz Berühmtes gesagt, der uns nach vorne bringt. Ja? Also Blut und Boden, das hatten wir schon mal. Das brauchen wir nicht nochmal. Wie gesagt, kommen Leute aus nachvollziehbaren Gründen. Sei es sogar Kriegsflüchtlinge. Weil sie in Syrien alles verloren haben. Bin ich auch gerne bereit, die aufzunehmen. Selbst wenn sie aus Österreich einreisen, und das, wir haben es gerade geklärt, das Grundgesetz sagt, es sind keine Flüchtlinge. Selbst diese Leute bin ich noch bereit aufzunehmen. Alleine im Geiste des europäischen Humanismus. Aber wenn da Menschen drunter sind, die aus Gründen hierher kommen, wie die Politik so schön sagt, asylfern. Also, ja, wir gehen mal nach Deutschland, weil da gibt es schön Geld vom Staat. Wir gehen nach Deutschland, weil da kann man wunderbar kriminelle Handlungen begehen, weil wir da ja schon eine Drogenmafia haben. In dem Falle sind das die Nigerianer, die hier sehr gerne herkommen, weil wir haben hier schon nigerianische Kartellstrukturen im Drogenhandel in Deutschland. Und diese Leute wandern im Prinzip nicht in unsere Gesellschaft ein, sondern in eine Parallelgesellschaft. Ich frage mich, wo sind die vom Bundesamt für Migration zugegebenen 500.000 illegalen Flüchtlinge, die in Deutschland sind? Wo sind die Leute? Die stehen hier vor der Scheibe. Nee, sehe keinen. Aber ist doch eine berechtigte Frage. Das wo sind diese Leute? Was machen diese Leute hier in unserem Land? Und keiner hat eine Antwort darauf. Keiner. Ich habe eine. Diese Leute sind schon längst in Parallelgesellschaften verschwunden. Und werden auch nie wieder auftauchen. Und die werden auch nie wieder auftauchen. Und das ist das, was ich sehr erschreckend finde. Du kannst nach Deutschland einwandern. Du kannst in Deutschland in eine Parallelgesellschaft einwandern, in der du komplett abtauchst, die über jede Infrastruktur verfügt, die du brauchst. Einkaufsläden, Friseure, Ärzte, etc., 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 etc. Und du tauchst nie wieder auf. Und du befindest dich praktisch in einem absolut rechtsfreien Raum, in dem nur die Normen der Parallelgesellschaft Gültigkeit haben, aber nicht die Normen unseres Staatswesens oder unserer Gemeinschaft. Lösungsvorschlag ist sehr schwer. Parallelgesellschaften, die sich etabliert haben, aufzulösen, ist nahezu unmöglich. Das beste Beispiel kann man sehen, wenn man in der Geschichte zurückschaut und in die Vereinigten Staaten von Amerika geht, die Migrationsbewegungen, die stattgefunden haben im vorletzten Jahrhundert,
Es bildeten sich sofort Parallelgesellschaften der Chinesen. Es bildeten sich Parallelgesellschaften der Iren. Der Deutschen. Der Deutschen, genau. Also nach Iren. Ne? Bevor also Amerika zusammenwuchs. Das ist ja eigentlich eine normale Situation. Die findest du in Spanien genauso. Das heißt, in den deutschen Kolonien in Spanien, man, ja, zieht immer in dieselben Viertel sozusagen, selbst wenn man da Urlaub macht. Wo du warst, Südamerika, in Chile, da hast du auch die Deutschen noch auf einem Haufen. Ja, also gut, aber das war gesteuerte Immigration, die wurden geholt, ja. 1870. Ja, ja, natürlich, die Deutschen nach Chile, sicher. Ja, ja, ja. Genauso wie sie geholt oder beziehungsweise durch sozialen Druck, die große Auswanderungswende aus Deutschland nach Amerika, das war gezielt, forciert, über sozialen und wirtschaftlichen Druck. Aber zum Beispiel in Chile, die chilenische Regierung hat 1870, die genauen Zahlen kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht sagen, Ministerialbeamte hier nach Deutschland geschickt, die sich die Einwanderer ausgesucht haben. Und die wurden dann mit Fahrkarte ausgestattet und mit Schiff und wurden dann nach Chile gebracht. Das waren ausgesuchte Leute. Das nennt man dann mit dem Fachbegriff qualifizierte Immigration. Ja, und wir haben eben eine unqualifizierte und da haben wir ein Problem. Wir können nicht, das ist rein rechnerisch nicht möglich, also wir haben 1,2 offiziell aufgenommen, plus 500.000 Illegale, sind wir bei 1,7. Nächstes Jahr, also dieses Jahr, wird es wieder losgehen. Ich bin sicher, dass es wieder losgehen wird. Die sitzen unten schon in Griechenland und warten. Ja? So. Es ist unsere Aufgabe originär, dass wir da vor Ort, weswegen ich auch nicht verstehe, dass jetzt gebrüllt wird, ja, der Erdogan mit 5 Milliarden. Er gibt dem Erdogan die 5 Milliarden, dann soll er sehen, dass er da unten was aufbaut, damit die Leute auch, und das finde ich ja ein Aspekt, der wird hier viel zu wenig betrachtet, indem zum Beispiel unsere Kanzlerin sich hinstellt und sagt, kommt alle her, blutet die ein Land aus. Das heißt, die Leute, die jetzt hierher kommen, würden eigentlich sehr dringend für den Aufbau ihres Landes gebraucht werden. Den Eindruck habe ich schon. Die Syrer, die ich kennengelernt habe, die hier sind, die auch recht froh und recht dankbar sind, dass sie hier sein können, das ist mein Eindruck aus den Gesprächen, ja, sind aber auch alle dran interessiert, schnellstmöglichst wieder nach Syrien zurückzukommen. Richtig. Und in ein Land zu kommen, mit mehr oder weniger stabilen Verhältnissen und ohne, dass einem irgendwie die Amerikaner da zerbomben oder dass einem, genau, der eigene Präsident Fassbomben auf den Kopf schmeißt. Wir müssen uns einfach nur mal den arabischen Frühling angucken. Mein Freund Rainer hat heute was geschrieben darüber. Er hat gesagt, er hat sich geirrt. Er fand das ja sehr gut, wie im Übrigen ich auch. Da waren wir uns in dem Moment sogar einig und stellen also heute fest, dass es in ein Gemetzel, Banditentum gemündet ist, dass staatliche Strukturen in vielen Ländern zerschlagen wurden, Libyen und. Dass da heute aus genau diesen Ländern, das Maghreb, starke Migrationsbewegungen kommen, die teilweise umgeleitet werden über Syrien oder mit syrischen Pässen hier bei uns einreisen etc. Ist alles bekannt. Es passiert nichts von unserer Politik. Und zwar weder hier im Lande, dass also jetzt hier mal ein Plan existieren würde. Wie gehen wir damit um? Ja, die Pläne haben ja nie existiert, auch schon in den 60er Jahren. Natürlich nicht. Und aber die Alte stellt sich hin und sagt, wir schaffen das. Ja Mann, ist die denn matt geworden, die Gute? Was haben sie denn gegeben? Das wird jeder normal denkende Mensch wird sich an der Stelle einfach hinterfragen oder er hätte sich hinterfragen müssen, ist dieses Land, mein Land, überhaupt in der Lage, mit der Herausforderung, die da auf uns zukommt, umzugehen? Und die Antwort ist nein. Das ist ganz klar. Ich vergleiche das immer so schön mit 1992. Die meisten Menschen werden da gar nichts mehr mit anfangen können. Wir hatten schon mal eine so große Immigrationswelle, fast so groß. Und zwar während des Jugoslawienkrieges. Da hatten wir über 850.000 Bosnier hier. Über 850.000 in einem Jahr. Gab es da irgendwelche Probleme? Nein. Waren da die Leute auf der Straße und haben gesagt, raus, Ausländer, raus oder irgendwas? Nein. Obwohl das zu weiten Teilen Muslime waren, hat es keinen befremdet. Es gab überhaupt kein Problem. Die Bosnier, die wie die Syrer hierher kamen, um nur ihr nacktes Leben zu retten, sind, so wie der Krieg beendet war, wieder heruntergegangen und haben das Land aufgebaut. Das waren zwei Drittel. Zwei Drittel dieser 800.000 sind wieder gegangen, haben das Land aufgebaut. Ein Drittel blieb hier. Dieses Drittel hat sich aber wunderbar integriert hier.
Das sind säkulare Muslime. Ich habe zwei Freunde, die kommen von da unten, deswegen weiß ich das ganz gut. Die nehmen ihren Glauben in Anführungsstrichen genauso ernst wie wir, die Katholischen. Zu Deutsch, ja, ja, ist in Ordnung, steht auf dem Papier, ich bin Katholik. Ansonsten, pff. Und da gibt es auch sehr viele Muslime, die genauso denken. Also die zwar sagen, ich bin Muslim und ich bin auch in diesem Glauben erzogen worden, aber letztendlich ist mir das egal. Ja, die Kirchen sind in Deutschland leer. Und wenn der Tag kommt, an dem die Moscheen nur noch genauso schwach besucht werden wie die Kirchen, dann haben wir es geschafft. Aber das wir haben. Das wird schwierig werden. Wir haben, also ja, weiß, ja, ja. Weil wir im Moment, so finde ich zumindest, so eine Situation haben, wo sehr viel Wert auf Muslimsein gelegt wird. Ist mein Eindruck. Auch in die der Leute identifizieren sich natürlich darüber, das ist ganz klar. Und vor allen Dingen haben sie noch eine sehr vitale Gemeinschaft. Zum Beispiel. Eigentlich ist die Salafia, also das, was wir Salafisten nennen, ja im Prinzip eine, ja wie soll ich sagen, sozialrevolutionäre Auslegung des Koran. Also die Leute verdienen Geld, hat mir darüber vorgesprochen, aber sie investieren auch in ihre Gemeinschaft. Richtig. Das heißt also, sie nehmen wirklich Geld in die Hand und für soziale Zwecke der Gemeinschaft wird das ausgegeben. Und hier bei uns wird das ja auch teilweise gemacht mit Spendengeldern, mit dem Hintergedanken, ich kann es von der Steuer abziehen. Der Muslim. Das ist beim Muslim nicht. Nein, da wird es von Gott abgezogen. Ja, also da ist es meine Aufgabe, als Muslim mildtätig zu sein. Und den Lohn dafür erfahre ich von Allah. Und nicht von der Steuer nicht von der Steuerrückschreibung, sondern das ist etwas, was ich mir im Hinblick auf mein spirituelles, ewiges Leben im Hier und Jetzt erarbeite. Und das ist bei uns komplett verloren gegangen. Das ist richtig. Kurt, eine andere Frage. Protestaktionen. Du bist unterwegs in ganz Deutschland, im letzten Jahr gewesen, in diesem Jahr auch wieder noch verstärkt, so wie ich das bekommen habe hier im Vorgespräch. Ja, müssen wir. Du wirst eine Aktion machen in Berlin. Ja, irgendwann. Zum Sommer hin? Ja, oder? Ja. Wir warten das jetzt erstmal ab. Also im Prinzip bin ich jetzt dabei, so mal gucken, was man. Aber was hast du gesehen in Deutschland, wo du unterwegs bist? Du bist im Westen unterwegs, du bist im Osten unterwegs, du bist in der Hauptstadt unterwegs. Was ich gesehen habe. Was hast du gesehen? Sehr betrübliche Dinge. Also was ich sehe, ist ein gespaltenes Land. Was ist gespalten inwiefern? In politische Lager zum einen. Also die einen befinden sich jetzt wirklich ganz deutlich mehr auf dem wertkonservativen Flügel. Die anderen tendieren deutlich rigoroser zum wertliberalen Flügel oder zum wertprogressiven Flügel. Die Mitte fehlt mir im Moment. Halte ich für sehr bedenklich. Was ist mit Gewalt? Gewalt geht in der Regel, so wie ich das erlebt habe, von vornehmlich linken Störern aus. Also um jetzt mal links zu benutzen. Also die sogenannte antifaschistische Aktion. Das sind genauso Vollidioten wie irgendwelche Nazi-Trügler. Und das hat meiner Meinung nach nichts zu suchen. Also hier werden teilweise mit gefährlichen Gegenständen auf Leute eingeschlagen, hier werden Steine geschmissen in Menschenmengen. Was mich dabei stört, ist, dass der Staat als Ordnungsmacht gegen diese Leute nicht entschieden vorgeht. Das stört mich einfach. Ja? Also ich habe schon öfter Ausschreitungen der sogenannten Antifa gesehen, wo ich mir sage, hier haben wir Bürgerkrieg. Warum zur Hölle wird diesem Umtreiben nicht mit aller Brutalität, die von ihm ausgeht, ein Ende bereitet? Ich meine, so ein Polizeikessel ist schnell gemacht und dann werden die mit Gas geflutet, da gibt es Knüppel drauf, dann werden die eingesammelt in die grüne Minna. Die Polizeitaktiken sind doch da. Warum passiert das nicht? Warum wird, nehmen wir Leipzig, wir erinnern uns noch, oder nehmen wir die Demonstration in Frankfurt, wo sie die Autos von völlig harmlosen Bürgern abgefackelt haben, wo Sachschäden entstanden sind. Frage ich mich, wie viele Festnahmen gab es danach, wie viele Verurteilungen gab es danach? Nichts. Null. Und da denke ich mir, entweder ist der Staat nicht willens, etwas dagegen zu unternehmen, das wäre bedenklich. Oder er ist nicht fähig, etwas dagegen zu unternehmen und das wäre tödlich. Weil damit wäre vollkommen klar, dass du einen kompletten rechtsfreien Raum schaffen kannst, indem du nur genügend gewaltbereites Potenzial zur Verfügung stellst. Das ist das, was wir teilweise jetzt in No-Go-Areas hier um die Ecke in Duisburg sehen, wo sich die Polizei nicht mehr reintraut, weil die Bevölkerung dieser Ghettos
bei Amtshandlungen der Polizei in der Lage sind, in Minutenschnelle eine große Menge gewaltbereiter Leute zusammenzubringen, die die Polizeibeamten bedrohen, die keinerlei Respekt mehr vor Polizeibeamten haben, die Amtshandlungen unterbinden. Und da frage ich mich, in welchem Land lebe ich hier? Und da müssen wir die politisch Verantwortlichen in Berlin langsam eine Antwort für geben. Warum ist es möglich, dass solche Zustände in unserem Land herrschen und offensichtlich nicht konsequent bekämpft werden? Hast du eine Antwort drauf? Habe ich keine Antwort drauf. Ich habe ein paar Vorstellungen drauf, die möchte ich aber hier nicht vor der Kamera. Ja, da sind wir wieder bei dem nächsten Problem, was wir haben. Political Correctness. Richtig. Das ist das große Problem. Das sehe ich eigentlich auch als mehr trennendes, dass man Wahrheit nicht aussprechen darf. Richtig. Dass man vielleicht Fehlentwicklungen überhaupt nicht ansprechen kann, soll, darf, muss, weil wenn man sie anspricht, dann steht man gleich in einer Ecke, in der man vielleicht gar nicht selber steht. Richtig, ganz genau. Das ist das Grundproblem, dass hier, ich sage es ganz blöde gesagt, es gibt hier mittlerweile Gedankenverbote, wie im Orwellschen Roman. Schlimmer noch eigentlich. Ja, also die Auseinandersetzung zum Beispiel mit der jüngeren Geschichte, und dann nehme ich jetzt die Zeit 33 bis 45, ist zum Beispiel... Ist sehr reduziert, wenn ich das sage. Reduziert, aber was noch viel schlimmer ist, es gibt ja mittlerweile auch forensische Wissenschaft, forensische Archäologie. Also mit forensischen Methoden historische Fakten, die uns dargestellt werden, zu überprüfen. Und warum, frage ich mich da, wird, was den Holocaust angeht, genau das verhindert? Möchtest du das damit in Frage stellen, die Verbrechen, die da passiert sind? Nein, ich stelle nicht... Oder würdest du das relativieren? Nein, schau, ob ich hingehe und 6 Millionen umbringe oder nur 10.000 umbringe, spielt gar keine Rolle. Einer ist schon zu viel. Das Verbrechen des Völkermords beginnt beim ersten, den ich umbringe, mit der Intention, beim zweiten weiterzumachen. Da spielt es keine Rolle, ob ich da 10.000 Opfer zu beklagen habe, ob ich 100.000 oder Millionen zu beklagen habe. Für mich spielt die Rolle, dass es eine korrekte historische Aufarbeitung geben muss. Alleine aus dem Grunde, damit den Leugnern der Wind aus den Segeln genommen werden kann. Hat da vielleicht schon mal einer drüber nachgedacht? Keiner, offensichtlich nicht. Da hat so wenig jemand drüber nachgedacht, wie jetzt hier 70 Jahre Mein Kampf verboten wurde. Ja, warum wurde 70 Jahre Mein Kampf verboten? Hat da nach der Nazizeit eine Aufarbeitung von Mein Kampf und seinen Folgen überhaupt stattgefunden? Nein, es wurde verboten. Jetzt kommt es wieder raus. Jetzt ist es Mode. Ich würde ja immer sagen, Mein Kampf zum Beispiel, hätte man das in der Schule gelesen, den Leuten wäre das wie Schuppen von den Augen gefallen. Genau, exakt. Kein Thema gewesen. Richtig, so sieht's aus. War ja, ich hatte ja damals in meiner Schule angeregt, Mein Kampf zu lesen, wurde ich ja direkt zum Direktor zitiert und dann ging es dann richtig los, was ich mir dabei denken würde. Ich habe auch gesagt, es geht um historische Aufarbeitung. Da war ich 15. Ja, geht um historische Aufarbeitung, mein lieber Freund, da habe ich auch was anderes zu hören gekriegt. So, jetzt haben wir aber das Problem, das Buch erscheint wieder. Erscheint sogar teilweise unkommentierte Ausgaben, gibt es ja auch wieder. Und jetzt kriegen Leute das in die Hände, für die dieses Buch wieder Gift sein wird. Achte auf meine Worte. Das ist das Problem. Dass also im Vorfeld des Erscheinens nur polemisiert wurde. Nur, es gab keine Informationen über das Buch, über das Anliegen. Warum hat der Hitler das geschrieben? Was hat den getrieben dazu? Und. Das wurde jetzt wieder irgendwelchen Wissenschaftlern überlassen, die auch nur das schreiben, was am Endeffekt sich verkauft. So einfach ist das. Also die objektive Wahrheit ist immer in der Auseinandersetzung das erste Opfer. Das ist richtig. So, nun, wäre es doch mal wirklich vonnöten zu sagen, um dieses ganze Kapitel abschließend mal, sagen wir mal, von allen Seiten zu beleuchten. Um also wirklich mal objektive Tatsachen hinzustellen. Kein Mensch, der auch nur einigermaßen klar bei Verstand ist, wird den Holocaust leugnen. Dazu braucht man sich nur mal die Einsatzberichte der Einsatzgruppen A bis D anzugucken. Da nehme ich dann Babi Yar, die Schlucht, die berühmte. Da wurden in 2 Tagen über 30.000 Menschen in die Schlucht geschossen und dann wurden die weggesprengt von der Wehrmacht. Ja? Das ist unstrittig.
dass es die Judenverfolgung gegeben hat, ist unstrittig. Die Gründe, aus denen die Judenverfolgung passiert ist, aus der Sicht der Nationalsozialisten, sind genauso unstrittig. Das heißt also, die dachten, ja, sie hätten recht. Ja, genauso wie heute die andere Seite denkt, sie hätte recht. Ich denke immer, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und deswegen verlange oder fordere ich auch, dass endlich mal das hochrangige Wissenschaftler aus Israel, den Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, also den aus Polen selbstverständlich, als eines der am meisten betroffenen Länder vom Holocaust, Deutschland, ja, also hochrangige Wissenschaftler, die integer sind, sich zusammensetzen und sich dieses Themas annehmen, und zwar ohne irgendeine ideologische Lupe. Es geht rein nur um die Fakten, die sollten dargestellt werden. Und aus diesen Fakten wird sich dann die Geschichte zusammensetzen. Es geht nicht darum, ob 6 Millionen vergast worden sind. Es geht darum, dass die einen sagen, das hat nicht stattgefunden, und die anderen sagen, es hat stattgefunden. Und zwar in der Form, wie wir es sagen. Und die anderen sagen, nein, es hat in der Form nicht stattgefunden, wie ihr es sagt. So, am Ende sollte man doch langsam mal nach so langer Zeit übereinkommen und sagen, lass uns mal an einen Tisch setzen und dieses Ding mal wirklich objektiv aufarbeiten. Im Moment laufen zum Beispiel Videos und Schriften von dem Sohn von Yehudi Menuhin. Hast du bestimmt schon gehört. Der sagt, der Holocaust wäre die größte Lüge. Sagt ein Jude. So, da denke ich als Deutscher, Moment. Das sagt ein Jude. Der Sohn von Yehudi Menuhin. Einer der größten Musiker, die der Planet je gesehen hat. Ein begnadeter Künstler. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sein Sohn die Intelligenz seines Vaters gehört. Nein, das nicht. Aber wie kommt er da drauf? Das ist doch für mich jetzt interessant. Wie kommt dieser Mann darauf, das zu sagen? Anderes Beispiel. Es wird völlig öffentlich von jüdischer Seite zugegeben, dass man die Deutschen sehr einfach mit der Nazikeule bearbeiten kann, wenn sie mal nicht so willig sind. Und wenn sie dann nicht so willig sind, und ich beziehe mich hier auf den U-Boot-Deal, und das hat die Diplomatin, eine israelische Diplomatin, ganz klar im amerikanischen Fernsehen zugegeben. Andersrum frage ich mich, sind die Leute so dumm, dass sie das wirklich öffentlich machen, aber sie müssten doch dabei wissen, dass sie genau den revanchistischen Kräften, die es in unserem Land gibt, damit die Nahrung geben, um zu sagen, guck mal, der Führer hatte recht, die Juden sind alles Schweine. Ja, also das ist doch verrückt. Das ist doch vollkommen gaga. Also oder es ist geplant. Ich will verdammt nochmal nur, dass hier eine objektive Aufarbeitung stattfindet. Denn die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben, das wissen wir. So, und es wird langsam mal Zeit. Wir sind 2016. Es wird langsam mal Zeit. Ja, lass uns zu 2016 kommen. Also Licht in dieses Dunkel hier zu bringen. Lass uns Licht in dieses Dunkel bringen. Was hast du vor 2016? 2016. Erstmal bin ich dabei, rumzufahren und Reden zu halten, um zu schauen, wie sieht es in der Bevölkerung aus. Also ist die Bereitschaft da, etwas zu verändern. Und ich sehe, und das finde ich gut, sowohl von der linken Seite, von der wertprogressiven Seite, als auch von der wertkonservativen Seite Bewegung. Und zwar in Richtung Mitte, die mir ja abhandengekommen zu sein schien. Und das liegt aber nur daran, dass ich glaube, dass die Mitte noch so unpolitisch ist, dass es sich noch nicht bewegt. Also ich sehe momentan eigentlich gar keine Bewegung in die Mitte. Ich sehe eigentlich persönlich eher so eine, dass man... An den Rändern gebe ich dir recht. Weiter ausufert, statt... An den Rändern franzt es aus, ja. Aber die, ich sage jetzt mal, die intelligenten Leute, die Leute, die Grips und Verstand haben, die politische Bildung haben und alles, die bewegen sich schon von den beiden Lagern aufeinander zu, weil sie sehen... Querfront. Es sind einfach, ja, aber es sind ja einfach mehr Schnittmengen da, als Dinge, die uns trennen. Das ist ja das, was ich nie begreife. Es sind, nehmen wir mal an, ich sitze mit Sarah Wagenknecht da und unterhalte uns. Wir unterhalten uns, dann werden wir feststellen, dass wir ungefähr 80% Schnittmenge haben. Und 20%, was uns trennt. Warum reiten wir immer eigentlich auf den Scheiß 20% rum, die uns trennen, anstatt hinzugehen, die 80% zu nehmen, die uns verbinden, und das als Basis zu nehmen? Das begreife ich immer nicht. Weil dann kein Wechsel passiert, wenn wir auf den 20% rumreiten. Man hat sich ja eingerichtet.
Ja, also im Prinzip Business as usual. Richtig. So. Das, was ich immer tituliere als billiger Rotwein. Ja, billiger Rotwein und die Löffel immer in Handreichweite zum Fleischtopf. Ja. Ne? Wenn ich dann immer schön hier bin und da kann ich mich da bedienen. Aber gut, dann ist einfach nur die Frage 2016, schaffen wir es da massiv, uns als Bevölkerung zu artikulieren auf der Straße? Und wenn ich sage massiv, meine ich massiv. Also wie siehst du das? Also ich sehe hier bei uns in Westdeutschland, dass eher nicht so optimistisch. In Ostdeutschland habe ich da anderes Gefühl zu. Ja, ganz genau. Deswegen sage ich auch immer, hallo meine lieben Ossis, diesmal müsst ihr die Bundesrepublik retten. Das ist so. Können wir das als Schlusswort stehen lassen? Ja, können wir machen. Ich gehe jetzt pinkeln. Oder machst du das raus? Genau, mach ich den raus.